Ein umgestürzter Baum sorgte in Aue am Sonntag für eine kurzzeitige Unterbrechung des Zugverkehrs. Die Bergzeit kommt heute hoffentlich ohne Hindernisse, unter anderem auf diese Themen zu sprechen. Tanzschule, Showtime mit Eibenstocker Verein. Berufsausbildung, Ehrung für Ehrenfriedersdorfer Unternehmen. Und Heimatkunde, Denkmal für verunglückte Bergleute. Glück auf zusammen starten wir in einer Woche, die für so manchen von uns mit einem Gänsebraten zu Ende geht. Am 11. November ist Martinstag, also am kommenden Sonnabend. Ebenfalls mit dem Martinstag verbunden sind bunte Laternenumzüge. Bestimmt gibt es auch einen in Ihrer Nähe. Und was ist sonst noch los? Terminplaner Erzgebirge. In Stolberg endet am 11. November die Saison der 4 MEG-Erz-Ausbildungsmessen im Erzgebirgskreis. Das Angebot bietet Jugendlichen und deren Eltern eine gute Gelegenheit, sich mit den vielfältigen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Region effizient an einem Tag vertraut zu machen. Die Sporthalle des Karl-von-Bach-Gymnasiums ist von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Das nächste Highlight am Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz steht mit der Premiere einer Komödie von Samantha Ellis vor der Tür. Am 11. November um 19.30 Uhr wird die Frage gestellt, kann ein Mann wirklich Feminist sein? Regie führt Katharina May. Nur noch bis zum 11. November ist die Schau Jahnsdorfer Bilder zu sehen. Mit der Kunstausstellung gibt der Heimatverein Jahnsdorf im Kundehaus verborgenen Talenten aus dem Ort Gelegenheit, mit einigen ihrer Werke in die Öffentlichkeit zu treten. Mit Bildern dabei sind Sieglinde Hofmann, Elke Skurt und Gerda Bochmann, mit Fotos Herbert Pralek und mit einem Gedicht Hans-Jürg Ebert. Geöffnet ist täglich von 14 bis 17 Uhr. Der Erzgebirgskreis hat mit dem Erzgebirger einen Preis für herausragendes Engagement. Bei einer Gala im Kulturhaus Aue wurden am 3. November insgesamt 12 Preisträger in den Kategorien Engagement für das Gemeinwohl, Engagement für eine lebenswerte Heimat, Engagement für Kultur, Sport und Tourismus sowie mit dem Sonderpreis Jung und Engagiert im Erz ausgezeichnet. Der Regionalpreis des Erzgebirgskreises wurde im Jahr 2018 das erste Mal verliehen. Die Sülzle Stahl Ehrenfriedersdorf GmbH wurde durch die Bundesagentur für Arbeit mit dem Zertifikat für Nachwuchsförderung ausgezeichnet. Die entsprechende Urkunde wurde dem mittelständischen Unternehmen am 2. November durch die Geschäftsführerin der Erzgebirgischen Agentur Cordula Hartrampf-Hirschberg übergeben. Zuvor hatten Betriebsleiter Alexander Schröter und Personalleiterin Susanne Welsch die Firma mit rund 90 Beschäftigten, darunter 9 Auszubildenden, am Standort Ehrenfriedersdorf vorgestellt. Sülzle fertigt ein umfangreiches Produktprogramm und bietet unter anderem verschiedene Stahle und Bleche für Industrie, Handwerk und Handel an. Die Sülzle Stahl Ehrenfriedersdorf GmbH investiert seit Jahren erfolgreich in den Nachwuchs, bildet in mehreren Berufen aus und verfügt über eine eigene Ausbildungswerkstatt im Unternehmen. Viele Generationen junger Menschen konnten so den Weg ins Berufsleben finden. Für dieses hervorragende Engagement gibt es das Ausbildungszertifikat der Bundesagentur für Arbeit. Das Dippel ist bei einer Umfrage von Freie Presse und Erzgebirgsverein als das erzgebirgische Mundartwort des Jahres hervorgegangen. Das Ergebnis wurde am Sonntag vor 300 Gästen im Volkshaus Thum bekannt gegeben. Das Dippel, die Tasse, lag klar vor allen anderen zur Auswahl stehenden Wörtern. Auf Rang 2 kam die Hitsch, die Fußbank, dritter wurde das Hydrabradl, also das Tablett. Kunsthandwerkerin Susanne Paduch wurde auf dem 21. Werkkunstmarkt im Wasserschloss Klaffenbach
mit dem Von-Taube-Preis ausgezeichnet. Die Produktdesignerin vom Leipziger Studio Feldspat arbeitet seit 2012 mit Porzellan. Die Ehrung erhielt sie für ihre Gefäßgruppe Kanne, Krug, Karaffe. Die Gefäße überzeugten die Jury nicht nur durch ihre optimale Funktionalität, sondern auch mit einer klaren geometrischen Formsprache, einer weichen Haptik und einem dezent harmonischen Farbspiel. Der von der Volksbank Chemnitz gestiftete Preis ist nach der Familie von Taube benannt, die dem Renaissanceschloss über zwei Jahrzehnte zu kultureller wie wirtschaftlicher Blüte verhalf. Die Bundesstraße 101 ist in Schönbrunn bis voraussichtlich 11. November zwischen dem Abzweig nach Thermalbad Wiesenbad und dem Abzweig nach Streckerwalde gesperrt. Eine Umleitung ist über Scharfenstein, Drehbach, die B95 und die S222 ausgewiesen. Informationen zum ÖPNV sind den Aushängen an den Haltestellen oder der Homepage des RVE unter rve.de zu entnehmen. Ein umgestürzter Baum sorgte in Aue am Sonntag für eine kurzzeitige Unterbrechung des Zugverkehrs. Kurz nach 12 Uhr hatte ein Triebwagenführer zum Glück beim Stopp am Haltepunkt Aue-Erzgebirgsstadion den Baum auf dem Gleis bemerkt. Er informierte daraufhin den Fahrdienstleiter und die Strecke wurde gesperrt. Die Feuerwehr Aue kam daraufhin zum Einsatz. Sie entfernte den Baum mit Kettensäge und beräumte das Gleis. Die vier Fahrgäste, die noch im Triebwagen saßen, hatten das letzte Stück ihrer Reise zu Fuß fortgesetzt. Etwa eine Stunde später konnte die Strecke wieder freigegeben werden. In Oberwiesenthal war am 3. November Richtfest für das sanierte Bettenhaus des Sporthotels. Das im Jahr 1911 errichtete Sporthotel und das Bettenhaus standen seit vielen Jahren leer und hatten sich dadurch zu einem Schandfleck des Wintersportkurortes entwickelt. Dank der Investition eines Chemnitzer Unternehmens in Höhe von bisher rund 1 Million Euro konnte das Denkmal gerettet werden. Für Sicherungsmaßnahmen sowie die Verwendung von Originalmaterial stellte der Freistaat Sachsen Denkmalschutzfördermittel in Höhe von 250.000 Euro bereit. Die Schönheider Wölfe haben auch ihr viertes Heimspiel der Regionalliga Ostsaison 2023/24 im heimischen Wolfsbau für sich entscheiden können. Gegen den Liga-Neuling SCC Adler Berlin wurde ein, auch in der Höhe, verdienter 15:1 Kantersieg eingefahren. Das Spiel sahen am Sonnabend 334 Zuschauer. Am kommenden Wochenende stehen für die Schönheider Wölfe zwei Spiele an. Am Sonnabend empfangen die Erzgebirger um 17 Uhr die Jungfüchse Weißwasser. Am Sonntag treffen die Wölfe in der Lausitz auf die Tornados vom ELV Niesky. Im Stadtmuseum Aue steht am Donnerstag der letzte Abendvortrag des Jahres an. Museumsleiterin Sarah Becher befasst sich im Vortrag »Die Stadt Aue vor 100 Jahren, Teil 2« mit großen und kleinen Ereignissen, die sich in der zweiten Hälfte des Jahres 1923 in Aue ereigneten. Grundlage für den Vortrag sind damalige Zeitungsmeldungen der lokalen Presse. Beginn ist 19 Uhr, der Eintritt beträgt 1,60 Euro, ermäßigt 1 Euro. Sprüche aus aller Welt. Alleinsein ist besser als schlechte Gesellschaft. Aus Irland. Der Erwachsene achtet auf Taten, das Kind auf Liebe. Aus Indien.
Alleinsein ist besser als schlechte Gesellschaft, so hieß es gerade in den Sprüchen aus aller Welt. Da ist was dran, doch am besten ist es in guter Gesellschaft. Die will auch Dance Factory Eibenstock bieten. Vor 10 Jahren hat alles angefangen und das Vereinsleben nahm seinen Lauf. It's Showtime hieß es Ende Oktober im Kulturzentrum Glückauf Eibenstock. Mit 2 temperamentvollen Shows hat die ortsansässige Dance Factory ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. Die Show hatte einen langen Vorlauf. Also wenn man es genau nimmt, wird die Show schon seit 3 Jahren vorbereitet, weil ursprünglich war die Show als Abschlussshow im Jahr 2020 im Dezember geplant. Durch Corona konnte die Show leider nicht stattfinden und auch die Jahre darauf leider nicht nachgeholt werden. Aber jetzt endlich nach 3 Jahren konnten wir die Show dann doch auf die Bühne bringen und richtig intensiv für heute trainiert haben wir seit Anfang des Jahres. Orientiert hat man sich an Hollywood-Filmen. Für die einzelnen Darbietungen hat man Themen aus Klassikern wie Pretty Woman oder Dirty Dancing aufgegriffen und stimmungsvoll auf die Eibenstocker Bühne gebracht. Der Verein war gegründet worden, um in Eibenstock Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit der attraktiven Freizeitgestaltung zu bieten. Zunächst war man zu 10. Inzwischen machen 150 Leute in 6 Gruppen mit. Ein Großteil der Vereinsmitglieder war in das It's Showtime-Programm eingebunden. Vom Publikum gab es für die Show sehr viel Beifall. Für 2024 hat die Dance Factory in und rund um Eibenstock schon sehr viele Auftritte geplant. So wird man locker auch die nächsten 10 Jahre schaffen. Bestimmt haben Sie schon mal was von der langen Schicht zu Ehrenfriedersdorf gehört. So wird volkstümlich ein Ereignis im 16. Jahrhundert bezeichnet. Ein Bergmann wurde bei der Arbeit verschüttet und erst 6 Jahrzehnte später wiedergefunden. Ein Denkmal erinnert auch an dieses Schicksal. Denkmal gesetzt. Auf dem Weg zum Besucherbergwerk Zinngrube Ehrenfriedersdorf über die Saubergauffahrt lässt sich kurz vor dem Ziel rechter Hand ein Turm entdecken. Dabei handelt es sich um das Oswald-Bartel-Denkmal. Das knüpft an ein historisches Vorbild an, das dem gleichnamigen Bergmann gewidmet war. Im Jahr 1507 wurde er verschüttet. 1568 konnte Oswald Bartel versteinert und dabei unversehrt geborgen werden. Die Einweihung des neuen Denkmals erfolgte im Jahr 2001 im Rahmen eines Bergfestes durch die Bergbrüderschaft Ehrenfriedersdorf.
Der Denkmalneubau steht nunmehr für alle Bergleute, die im Schacht ihr Leben lassen mussten. 1990 wurde auf dem Ehrenfriedersdorfer Sauberg die letzte Grube des Reviers geschlossen. Nach Ehrenfriedersdorf kehren wir in unserer nächsten Werkzeit am Dienstag zurück. Die Sülzle Stahl Ehrenfriedersdorf GmbH haben wir ja heute schon als ausgezeichneten Ausbildungsbetrieb kennengelernt. Die Übergabe des Zertifikats durch die Arbeitsagentur stand in Verbindung mit einem Blick auf die aktuelle Lage auf dem erzgebirgischen Ausbildungsmarkt. Das wird morgen ein Thema bei uns sein. Und auch für diejenigen, die jetzt nicht so viel mit Ausbildung am Hut haben, wird in der Dienstagwerkzeit etwas dabei sein. Also bis bald und Glück auf! Nach einem grandiosen Konzert in Aue kommt er jetzt nach Glaffenbach. Samuel Rösch. Und es ist immer schön, nach Hause zu kommen. Ich bin Erzgebirger, in Annaberg geboren und 20 Jahre lang in Kosugeswalde gewohnt. Doch ich will mit dir das Gute sehen, durch die dunklen Wolken schauen. Ich finde immer, dass die Songs für sich sprechen sollen und ich gerne ein Angebot hinstelle für die Sachen, die ich erlebt habe. Und genau, damit bin ich unterwegs. Der Gewinner von Voice of Germany 2018 gastiert am 16. November 2023 in der erleuchteten Kreuzkirche von Glaffenbach. Ein Musikereignis mit ganz besonderem Flair. Karten jetzt auf lec-ticket.de. Machen Sie den Dienstag zu Ihrem Glückstag. Mit Pay and Win Ihrer Sparkasse haben Sie jede Woche die Chance auf bis zu 3.000 Euro. Die Teilnahme an Pay and Win kostet Sie nichts. Gehen Sie einfach auf payandwin.de. Registrieren Sie sich mit Ihrem Sparkassenkonto und bezahlen Sie so häufig wie möglich bargeldlos. Und schon nehmen Sie automatisch jede Woche an der Gewinnziehung teil. Pay and Win. Ganz schön clever. Wir haben dafür gesorgt, dass sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass sie ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben sie entspannen lassen. Spielen lassen. Haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht. Für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft. Mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de. Per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3. Ihr Anschluss an die Zukunft. Neulich fragt mich meine Enkelin, ob ich mit ihr nach draußen gehe, Fußball spielen. Bis vor ein paar Wochen hätte das überhaupt nicht funktioniert. Solche Knieschmerzen hatte ich. Doch dann habe ich Rosaxan für mich entdeckt. Jetzt steht einem Match mit meiner Enkelin nichts mehr im Wege. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Sie sind kreativ, interessieren sich für Medien und haben Lust auf berufliche Veränderung? Kabeljournal sucht Medienberater für das Erzgebirge und das Umland zur Weiterbildung in den Bereichen Print, Fernsehen und Online-Social Media. Bewerbung einfach per E-Mail an büro@kabeljournal.de. Medienberater, ein vielseitiger, sicherer und interessanter Job bei Kabeljournal ErzTV. Heimat, Wissen, aktuell.